Hallo und herzlich willkommen zurück zum Megaprojekt beim Landwirtschaftssimulator. Immer noch in der gleichen Besetzung mit dem guten LP. Jo. Dem Doc. Nö. Und dem Markus. Ja, ich bin auch dabei. Ja, und mit mir natürlich. Aber ich bin doch da. Ich bin doch da. Ach, doch. Aber soll ich euch mal was verraten? Ja. Der Anhänger ist gleich voll guten, oder? Ja, 90% habe ich. Also da kriegt man bedeutend mehr wie einen Anhänger raus hier. Ja. Ja, wir haben zwei Drittel ungefähr, oder? Ja. Ja, so etwa Pi mal Auge. Aber das ist auch noch ein bisschen was. Ich brauche noch so 2500. Ja, nee. Gut. Muss ich noch einmal hoch. Irgendwas mehr, drei. Aber mit dem Dolz kann man eh schön düngen. Das ist der Fahrt schöne 23, wenn man auf der Stufe 2 fährt. Ja. Ich glaube, ja, kann sogar durch. Ich glaube, das Stufe wird auch der, den wir als letztes verkaufen von den Oldtimern. Ja, und dann vor wahrscheinlich den Allrad. Ja. Obwohl ich den Allrad auch nicht schlecht finde. Ja, ja, meine ich ja. Also, dass wir haben ja jetzt noch, ich glaube, 6 Stück von den alten Dingern. Genau. Und die beiden sind die am längsten bleiben. Ja, eigentlich haben wir noch 8 Stück von den alten. Ja, aber der Schlüter, ganz ehrlich, der sieht taufrisch aus. Der ist ja auch noch nicht so alt. Frisch lackiert. Was ist das für eine 50er Jahre? 60er Jahre? Nein, 80er. 70er bis 80er. Ja. Meine Mitte der 70er oder sowas kam das Ding raus. Doc, wir hatten uns doch letztens mal drüber unterhalten, und zwar, welche Marke waren das gewesen, wo wir zu zweit aufgenommen haben, die es nicht mehr gibt. Kannst du dich noch erinnern? Ich bin Volvo, alt, ich bin am Altersheimer. Renault gibt es nicht mehr? Nee. Da habe ich noch Mods von gesehen, so, weiß ich nicht, so, aber schon nach 2000. Eine deutsche Marke, oder? Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich habe es mir auch überhaupt nicht gemerkt. Hast du jetzt gerade Fendt gesagt? Anomark? Nee. Ja, muss ich nach dem Part mal gucken. Mercedes? Weil da haben mir meine Abonnenten geschrieben, die Marke wird es noch geben. Aha. Ich glaube Fiat. Das ist ja nicht Holland. Nein. Das war irgendwas anderes. Lamborghini? Nee. Die bauen aber noch. Die bauen auch. Die bauen noch, auf jeden Fall. Porsche baut aber keine Traktoren. Porsche baut keinen Traktor mehr. Nee, Porsche hat aber gebaut. Ja. Ich guck nach dem Part gleich den mal. Den 911 Fast Track. Er tragt nur mit einem 911 Motor. Ja. Da kriegst du einen Ärger, wenn er aufs Feld fährt. Das hält die Vorderachse nicht. Scheiße. So. So, gedüngt sind die zwei Felder hier oben einmal. Ja, das kannst ja hier gleich weitermachen. Hier ist jetzt ich genug kipp mal eben einmal Raps weg, ne? Oh, ja, mach gut. Das mal, dass mal wieder Kohle in die Kasse kommt. Definitiv. Kohle. Das kenne ich irgendwoher. Ja, das ist uralt, das ist schon über 3 Jahre her, dass er das so gesungen hat. Kohle. Kennst du Markus? Nein. Kohle, tralala. Der bekannteste Let's Player in Deutschland. Ach so. Und auch der größte. In Europa. Ja, ich kenne ihn, aber... Ich habe nicht gewusst, dass er das die Parts, hast die Parts nicht gesehen? Genau. Ich das ist, glaube ich, Park Kohle rund um Schande über mein Haupt. So. Nein. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin erst auf Let's Plays aufmerksam geworden. Diesen Herbst. Weil vorigen Herbst sozusagen. Ja. Dass Leute so... Ich habe schon gewusst, dass es so Spielaufnahmen gibt, aber was genau Let's Plays oder wie das gemacht wird und bla bla, habe ich überhaupt nicht gewusst. Ich bin erst eigentlich durch einen neuen Landwirtschaftssimulator darauf aufmerksam geworden und dann da eindeutig vom Carbon und seine Parts. Ja. Und jetzt schaue ich mal diversestes Zeug ein bisschen an, immer wieder, wenn es die Zeit ergibt. Jungs, also ich wusste gar nicht, fällt gerade was auf. Es gibt 2 Güterbahnhöfe, oder? Ja, irgendwie schon. Naja, das andere ist ja kein Güterbahnhof. Das müsste dann eigentlich die Mühle sein. Ja, das eine ist nicht. Oh, ich bin ja leer. Aber hier, das ist einfach, da sieht nichts nach Mühle aus. Das ist einfach nur ein Güterbahnhof. Ja, es ist bei deswegen habe ich da ja auch die erste Ladung von der Gerste hingekippt. Ja. Ich dachte, das wäre der Güterbahnhof. Ne, Markus, als wir abgefahren sind. Genau, ja. Nein, ich hingekippt, dass es nicht. Ich sag nur so, du fährst gleich in die falsche Richtung. Nee, ich habe es abgekippt. Hast du abgekippt auch sogar? Ja, ich habe auch abgekippt. Anhänger. Ja, ja. Die hat mal 5000 im Eimer. Ja, gut. Haben wir verkraftet. Ja. Könnt ihr mir in Rechnung stellen. Dafür habe ich ja auch in Nachtarbeit geleistet. Dann habe ich ja schon alles wieder abgearbeitet. Doc hat wieso die meisten Stunden gerissen. Das glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall.
Ja, macht ja auch Spaß hier. Das Wenn stimmt. der aufgenommen hätte, hätte er schon seine 100 Parts voll. Boah, nicht ganz. Das sind nur 25 ganz, Stunden. Aber 30 bestimmt. Guck mal, 30 sind 6 Stunden. 30 sind 6 Stunden, das geht voll schnell. Ja. Also aber mal locker, die machst du an einem Nachmittag. Ja. Jetzt müsste nur noch die Internetleitung passen, Doc. Ja, genau. Wollte gerade sagen. Ich müsste es nur noch hochgeschaufelt kriegen. Aber dann kann ich ja mal öfter meine Schwester besuchen gehen. Aber dann brauchst du mit der Fall schon Radlader. Die hat tatsächlich noch eine etwas bessere Leitung als der Markus. Glaubst du wirklich? Ja, Markus hat ja auch so einen Sinn. Weißt du, der muss sich erstmal den Vertreter einladen. Das geht einfach nicht. Also meine Schwester hat zwar eine etwas schlechtere als deine Schwester, aber eine bessere als du. Okay. Aber ich meine im Endeffekt die Leitung, die bringt doch dann sowieso nichts mehr, oder? Was? Hm? Die Leitung bringt doch dann sowieso nichts mehr, weil YouTube sowieso eine Sperre reinschmeißt. Ja, machst du Java-Upload? Ich renne auf der YouTube-Sperre zurzeit mit meiner Leitung. Ja. Ja, also ja, da musst du dann halt diesen Java-Upload. Ja, ich muss mir den genau anschauen jetzt mal, dass das. Weil zurzeit lade ich genau den eingegeben in der halben Stunde oder in 20 Minuten hoch und das ist genau die Sperre. In 20 Minuten ein Part. 1 Gigabyte. Was hast du für eine Leitung? Jetzt gerade Upload sind es 8 Mbit oder sowas, 8 oder 9 Mbit. Ah, okay. Ja, gut, weil ich brauche auch 20, 25 Minuten für 1 Gigabyte. Ach so, ja. Hm, das ist aber genau die Sperre schon. Ja, ja, ja. Ja, Upload habe ich voll eine 10 Mbit Leitung, genau. Also aber ich krieg jetzt 50, 50, 50, dann hast du schon, dann bist du drüber schon. Weil du könntest auch mit dem. Ich könnte auch mit mehr, ja. Könntest du schon mehr rausholen. Ja, ja, definitiv. Aber mir reicht, ist okay. Wenn ich möchte, kriege ich ab nächsten Monat 50-50, habe ich dir schon erzählt. Ja, nee. Um 200 Euro im Monat. Na, aber guten, wenn du 1000, wenn du 1 Euro pro Abonnent pro Tag kriegst. Dann ist eigentlich mal Geld. 50 ab 50 Trauen drin. Ja, bitte, oder? Das kannst du ja leicht leisten. Aber ganz mal leicht. Ehrlich, mit 50 MB ab, das schaufelt sich schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Warte mal, das sind 5 MB, mehr durch 8 als 5 MB pro Sekunde? Ja, 6 MB in der Sekunde circa. Ich glaube, das Encodieren dauert mir dann zu lange, das kann man dann weglassen. Also mit meiner... Genau, gleich die Rohdatei hoch, bumm. Und dann auch so, dass man gar nicht in der Zeit die Beschreibung ausfüllen kann. Also mit meiner 50 Mbit Leitung Download schaffe ich 6,5 MB, wenn der Server mitmacht. Ja, das schaffe ich mit meiner 16.000er komischen Leitung. Oh. Die tut merkwürdige Dinge in Steam. Okay. Ja, Steam ist sowieso was anderes. Die haben da irgendwie. Die haben die Grundrechenarten revolutioniert, deswegen. Nein, die haben da irgendwie mit Cisco ein Abkommen, halt mit den Hauptroutern und so weiter. Und die haben da irgendwie schnelleren Download, auch wenn du nur weniger Leitung hast. Ja. Also, ich habe mir am gratis Wochenende von Black Ops, ich weiß nicht, mit knapp 6 MB gezogen. Okay. Das haben wir schon eine 50.000er Leitung normalerweise. Ja. Meine so Leitung ist ja auch. Die muss einfach so viel arbeiten, die möchte sich endlich mal eine Pause gönnen und musste dann halt mal rennen. So, da. Weißt du, die hat normalerweise, die hat ja quasi 24 Stunden Schicht, ist ja für die gar nichts. Doch, du lässt ein bisschen was aus, immer so Hundescheiße-Dinger. Nee, die sind noch von dir, die Napf, du. Nein, ich glaube nicht, das ist nicht ich von mir. Ich arbeite hier perfekt, ich arbeite nämlich mit Cheap. So Hundescheiße-Dinger. Wie voll bist du? Kino? 34, 35. Okay, das geht schon. Kannst hochfahren. Nein, ich sehe doch hier mit GPS-Mod. Ich kann doch gar nichts auslassen. Okay. Das geht doch gar nicht. Aber ich habe nur noch 47 Liter im Tank. Möchtest du wieder sehen? Ja, nein, kannst du gerne machen. Was sagt eigentlich der Bart? Der Bart sagt noch nicht viel. Okay. Sagt es 10 Minuten. Okay. Der erste geht immer schneller. Aber ist auch nervig, dass YouTube diese, zumindest soweit ich weiß, eine 7 GB Begrenzung hat pro Video. Ich glaube ja. Ist es wirklich die 7 GB, weil da muss ich aufpassen? Ja, da musst du halt ein bisschen Auge drauf haben. Weil meine Parts für den LS wären knapp. Weil ich es ja mit relativ guter Qualität mache. 1444 oder was das ist, ne? 1440 und dann noch 19er Stufe, Qualitätsstufe. Ah, okay. Hat Guten mir eingestellt, hat gesagt, ich soll das machen, ich habe eh die Leitung dazu. Ja.
Wir können aber nochmal über ein bisschen. Du kannst noch die B-Frames hochsetzen, dann werden die Bewegungen noch etwas flüssiger. Und die Bart nachher 200 GB groß. Ja, du kannst noch mal so. Ja, aber Markus, doppelte B-Frames. Markus, bedenke, es kann auch nur angucken, wer eine Leitung hat, ne? Eine gute Leitung. Ja. Sie können es ja vorpuffern. Ja, ja, ich meine, eine Stunde 50. Für 15 Minuten. Wieso, YouTube tut das sowas, wieso nochmal kodieren nachher drüber? Ja. Halt, die können sich ja nachher in 720p oder sowas anschauen, die nicht so eine gute Leitung haben, aber ja. Für die, die eine gescheite Leitung haben, die können. Das stimmt. Ich anschauen. Du, wir haben das jetzt in einer halben Stunde fast geschafft, das ganze Feld. Ja. Aber das Schöne ist, dass die Qualität ja auch nicht nur, also wenn du gescheites Material hochlädst, dann wird die Qualität ja nicht nur bei 1440p und 1080p und so weiter besser, sondern halt auch auf den unteren Stufen. Ja. Ja, das stimmt. So, ich glaube, ich kann das schon dünnen. Das stimmt allerdings. Eine Spur auf alle Fälle ziehen können. Muss zwar nachher noch einmal, aber. Ja. So, das mit, ja, ich glaube, wir gehen an die 90 ran. Nee, nicht ganz. 85, schätze ich mal, werden wir so reißen. 1000. Achso, 1000. Ich denke mal, jetzt was wieder. Dann fehlen noch 100, dann können wir uns einen Puma holen. Und Markus, wie ist so das Resümee nach dem ersten Wochenende mit dem eigenen Kanal? Hat sich ein Wahnsinn, super Erfolg halt im Endeffekt mit den Zusehern und so weiter. Ja. Das Einzige, dass halt die ersten 5 Parts mit der Soundqualität komplett zum Vergessen waren. Ja, okay. Aber ja, jetzt tue ich es nachbearbeiten komplett und jetzt funktioniert es eigentlich einwandfrei. Ja, und fast 100 Abonnenten, ne? Ja, 85. Ja, das ist ja schon bald ein Special fällig. In 4 Tagen. Leider in einer Woche. Achso, na wieso? Ich habe am Dienstag war der erste Tag, oder? Am Dienstag, ja. Also in 5 Tagen. Ich den ersten Part hochgeladen. Na, mal gucken, vielleicht schaffst du ja in einer Woche, also in 7 Tagen die 100 Abonnenten. Aber es sieht ja gut aus. Dein Wahnsinn. Ja. Wie lange haben wir eigentlich gebraucht so für die ersten 100? Also bei mir waren es glaube ich 4 Monate. Ja, also guck bei mir auch. Ich weiß nicht, beim Carbon war es glaube ich über ein halbes Jahr. Also bei mir waren es 4 bis 5 Monate, schätze ich mal. Also ich habe im Februar angefangen und hatte im August, glaube ich. Das ist ja doch knapp das halbes Jahr. Nein, okay. Ich habe mich da auch schon beim Kunden Obwohl, bedankt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall im Sommer. Und auch bei dir natürlich. Vielen Dank. Ja, gar kein Problem. Ohne euch oder ohne die Großen wäre es halt gar nicht so. Okay, ich habe zu wenig gesagt, gut. Es ist auf jeden Fall schön, wenn man so starten kann. Ja, auf jeden Fall halt. Ich sehe jetzt. Die View-Zahlen passen auch und schauen sich die Leute, zumindest ich habe einmal die Leute, die sich auch die Videos anschauen und nicht nur Leute, das ist sehr die... Das ist wichtig. Ich habe zwar im Forum auch Werbung gemacht, halt im offiziellen. Ja. Hat dort auch relativ, weil ich habe bei dem Special Part, wo ich das dann sozusagen vorgestellt habe, habe ich über 70% der Klicks sind von einer externen Seite gekommen. Mhm. Halt von einem externen Player, das ist alles von dem Forum gewesen. Mhm. Da habe ich alleine auf dem Beitrag über 1000 Views drauf. Wahnsinn. Ah, das Giants-Forum ist halt ein Wahnsinn, da schaut sich jeder das Zeug auch an. Weil die, zumindest klicken sie die Beiträge durch und lesen sich's durch. Ja. Schön, schön. Also so verpönt es in manchen Foren auch tatsächlich ist, aber angucken tun sie sich trotzdem. Ja. Ich glaube dieses Forum... Nein, ja auch schon im Giants-Forum hast du einen eigenen Videobereich. Wo es sogar gewünscht ist, dass die Leute sich sozusagen ihr Zeug publishen. Es sind auch viele Montagen dabei und teilweise auch anderes, halt andere Videos. Und dort machen viele Let's Player Werbung für sich. Hm. Und das bringt halt, weil das Forum hat 54.000 Mitglieder und das ist halt einmal ein Landwirtschaftssimulator-Forum. Und dann, wenn du Landwirtschaftssimulator bringst, hast du natürlich dort die beste Zielgruppe. Ja, das ist klar. Und ich komme da nicht hinein. Schieb mich an. Ja, ich wollte gerade mal einen Stups gehen. Warte. Ich hänge auf der Kante fest. Der Bordstein ist zu hoch. Ja, genau. Bin zu langsam reingefahren. So, und ich habe alles im Haus verkauft. Ah ja, mit dem 85 hat das hingehauen. Den Mähdrescher können wir auch erstmal hier reinstellen, oder?
Ja, würde ich fast sagen. Die werden ja fast gleichzeitig fertig, die Felder. Ja, genau. Hier. Ach so, und dann hatten wir uns übrigens überlegt, dass du das auch weißt. Wir lassen jetzt auch immer das Wachstum auf schnell. Ja, okay. Damit das nicht verbuggt. Also ja. Dieses, dass das... Das unterschiedlich wächst eben. Genau, Wachstum auf schnell und die schnelle Zeit vergeht schon wieder. Die Zeit ist abgelaufen, oder? Mhm. Gut, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Mal gucken, in welcher Besetzung, ob es so bleibt oder ob sich wieder was ändert. Und ja, lasst einen positiven Kommentar da. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und ansonsten, ich verabschiede mich. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.